Also, wir reden natürlich auf Deutsch. Natürlich, ich habe auch schon lange nicht mehr auf Deutsch gesprochen. Sprechen wir auf Deutsch. Es ist mir sehr wichtig, eben den Leuten in Deutschland auch die Wahrheit zu sagen, was hier passiert. Ich bin ungefähr seit einer Woche hier und kann mir deswegen schon ein Bild machen über die Lage hier in Slawiansk. Was machen Sie dort? Ich arbeite als Journalist. Ich bin von der Ausbildung her Krankenschwester und Krankenwagenfahrer und helfe, wie ich kann, den Leuten hier. Können Sie vielleicht die Lage beschreiben, wie Sie die dort vorgefunden haben? Also ich meine, nicht nur heute, aber so auch diese Woche, die Sie dort sind. Die Lage ist, kann man sagen, kritisch. Die Zivilbevölkerung leidet sehr natürlich. Gestern zum Beispiel sind wir mit dem Auto durch die Stadt gefahren und haben die Zerstörungen, die die ukrainische Armee angerichtet hat, in den Wohnquartalen der Zivilbevölkerung haben wir angeschaut. Es ist natürlich sehr, sehr traurig. Zum Beispiel ein 5-Etagen-Gebäude ist ein ganzer Aufgang zerstört worden. Es ist wirklich ein Wunder, dass niemand dabei ums Leben gekommen ist. Eine Frau haben sie ins Krankenhaus eingeliefert. Viele andere Häuser, Einfamilienhäuser, haben auch gelitten. Ein Haus ist völlig zerstört. Eine Frau ist dort auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie ist gelähmt. Ein Granatensplitter hat ihre Wirbelsäule verletzt. In der letzten Nacht in Nikolajewka heißt der Ort. Das ist ein Vorort von Slawiansk. Wurden leider sehr viele Leute verwundet. Ungefähr 60 Leute sind verwundet worden. Es gab einige Tote. Wie viel genau, kann ich nicht sagen. Das ist noch nicht genau bekannt. Die Bevölkerung leidet auch humanitär. Sie steht vor einer humanitären Katastrophe, kann man sagen. Es gibt kein Wasser. Die Wasserversorgung ist sehr eingeschränkt. Wasser wird von einigen Quellen mit den Autos angeliefert. Benzin gibt es nicht. Das wird auch angeliefert. Die Tankstellen arbeiten nicht. Aber nur, man kann sagen, ich bin einige Male in der Stadt gewesen. Die Leute, die hier geblieben sind, sind der Meinung, dass sie hier bleiben. Sie wollen nicht wegfahren, was auch immer hier passieren wird. Sie wissen genau, dass sie jeden Moment sterben können. Und was natürlich sehr traurig ist, die ukrainische Armee weiß genau, wo unser Stabquartier sich befindet, der Opolchini. Sie wissen genau, wo die Wohnquartale sich befinden und sie schießen mit schwerer Artillerie eben auf diese Wohnquartale, nicht auf uns, die Opolchenzen, sondern eben auf die Zivilbevölkerung. Und kann man sich auch einfach denken, warum sie das tun? Sie wollen einfach, dass die Zivilbevölkerung gegen uns, wie soll ich sagen, aufsteht und uns nicht mehr unterstützt. Nur Gott sei Dank, ich habe mit vielen Leuten auf der Straße, auf dem Marktplatz und so weiter gesprochen. Sie unterstützen uns, sie bedanken sich bei uns, dass wir sie nicht im Stich lassen und so weiter, weil sie sind alle gegen den Faschismus, ukrainischen Faschismus, der leider in Kiew jetzt vorherrscht. Und sie unterstützen uns, die Zivilbevölkerung, und wollen auf keinen Fall, dass die faschistische Regierung auch hier Fuß fasst. Die ukrainischen Medien schreiben, dass die ukrainische Armee nicht auf Wohnquartale schießt. Das Und ist eine Lüge. sie erklären, dass damit die Aufständischen in Slawiansk selber diese Wohnquartale beschießen, um die Leute zu provozieren. Was sagen Sie dazu? Das ist einfach wie soll ich sagen, es ist eine Lüge, eine sehr große Lüge. Wie überhaupt die ganzen ukrainischen Massenmedien verbreiten einfach Lügen. Sie sagen zum Beispiel, dass es keine Flüchtlinge gibt. Es gibt schon über 400.000 Flüchtlinge auf dem Gebiet der Russischen Föderation, auf dem Gebiet von Krim, Sewastopol. Ich lebe selber seit einiger Zeit in Sewastopol und habe selber, soweit ich das kann, den Flüchtlingen geholfen. In meiner Wohnung, die dort jetzt leer geblieben ist, habe ich selber eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Sie verbreiten Lüge. Und es ist völliger Quatsch, dass selber wir auf die Zivilbevölkerung schießen. Das ist
Lüge. Es gibt noch einen Fakt. Wir haben gestern mit einigen Opolschensen gesprochen. Das ist sehr wichtig, denke ich, und spricht sehr viel über die Beziehung oder wie die ukrainische Armee, wie soll ich sagen, ich habe schon langsam die deutsche Sprache vergessen, wie sie sich zu ihren eigenen Soldaten also benehmen. Die Leute, die ums Leben kommen, die ukrainischen Soldaten, werden im Allgemeinen nicht begraben. Sie werfen sie zum Beispiel in Teiche, sie in irgendwelche Löcher. Sie kümmern sich nicht um die schwer Verwundeten. Im Gegenteil, es passiert sehr oft, dass unsere Opportunisten schwer Verwundete noch bergen und versuchen, sie zu retten. Andererseits, wenn unsere Opportunisten, wenn sie sie finden, schwer Verwundete, sie unbedingt werden sie sie erschießen. Es gab sogar Fälle. Das ist sehr schrecklich, ja, dass sie ihnen die Ohren abschneiden und so weiter. Das ist keine, wie soll ich sagen, das denke ich mir nicht aus. Das sind einfach Fälle, die wirklich vorgekommen sind. Das ist sehr schrecklich. Und ich möchte auch, dass die Öffentlichkeit in Deutschland weiß, was wirklich in Wirklichkeit vorfällt hier in Slawiansk, in der Umgebung. Es gibt auch Meldungen, dass auf der Seite der Aufständischen auch tschetschenische Kämpfer kämpfen. Haben Sie welche gesehen? Die ganze Zeit, die ich hier bin, also über eine Woche, habe ich nicht einen gesehen. Ich habe mit den Aufständischen selber gesprochen, mit vielen. Und was mich sehr freut, also fast 90%, kann man sagen, der Leute, die hier kämpfen, der Aufständischen, das sind Staatsbürger der Ukraine. Im Allgemeinen sind das Leute aus dem Gebiet von Donetsk, von Slawiansk. Es gibt auch viele aus Mariupol, Odessa, sogar aus der westlichen Ukraine, Kadmistran, ja, das ist sogar verwunderlich, aus Kiew, Zhytomyr. Aus Russland habe ich sehr, sehr wenige getroffen. Also von denen, mit denen ich selber persönlich gesprochen habe, sind die meisten eben von hier, also sind ukrainische Staatsbürgerschaft. Und Tschetschenze habe ich wirklich noch keinen. Es gibt einen aserbaidschanischen Staatsbürger, aber aus Tschetschenien habe ich nicht einen gefunden bis jetzt. Es gab noch so eine Nachricht von den ukrainischen Massenmedien, dass ungefähr 200 oder 250 Tschetschenen ermordet wurden. Also so viel gibt es wahrscheinlich auf dem ganzen Gebiet nicht. Sie verbreiten Lüge und natürlich, sie verfolgen damit ihre Ziele, das ist ganz klar. Nur wir versuchen mit allen Mitteln einfach die Wahrheit zu sagen, so wie es wirklich ist. Sagen Sie mir, gibt es da irgendeinen Zuzug von neuen Kämpfern in Ihren Einheiten von einheimischen Bevölkerung oder werden die Kämpfer Aufständischen immer weniger und immer weniger? Nur natürlich, wenn man auf das Verhältnis schaut zwischen Aufständischen und der ukrainischen Armee, Nazgwardia und der rechte Sektor, sind wir natürlich sehr in der Minderheit. Das betrifft auch die Kriegstechnik, Panzer und so weiter. Wir haben keine Flugzeuge, wir haben keine Hubschrauber, wir haben wirklich sehr, sehr veraltete Technik. Trotzdem erzielen wir, Gott sei Dank, wie soll ich sagen, unsere Kämpfer erzielen wahre Wunder, Wunder von Mut. Also sie zeigen wirklich sehr viele Heldentaten, ja genau, ja, wahre Heldentaten vollbringen sie, das kann man sagen, weil wissen Sie, es gibt einen großen Unterschied, wofür sie kämpfen. Sie verteidigen ihre Heimat, ihre Erde, ihre Häuser, ihre Familien und so weiter. Fast alle haben Frauen und Kinder zu Hause und sie glauben an Gott. Sie sind fast alle orthodoxe Gläubige und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, ein sehr wichtiger Faktor und Gott hilft ihnen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt eine neue Bemühung von Seiten Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, einen neuen Friedensplan aufzustellen. Haben Sie schon was davon gehört und was halten die Menschen von Friedensplänen?
Wissen Sie, die Leute hier glauben schon nicht mehr an Frieden. Es gab von Seiten der ukrainischen Regierung die sogenannte einseitigen Waffenstillstand. Nur die Leute hier haben sich davon überzeugt, dass das auch wieder mal Lüge war, weil jeden Tag haben sie trotzdem geschossen mit schwerer Artillerie. Es gab Verwundete, es gab Tote. Zwischen ihnen gibt es auch Frauen und Kinder, die ums Leben gekommen sind. Deswegen haben die Leute hier überhaupt kein Vertrauen mehr, was die ukrainische Regierung betrifft und auch irgendwelche Gespräche über Waffenstillstand, über Frieden, weil sie sehen einfach, das Ziel der ukrainischen Regierung ist die Vernichtung der Zivilbevölkerung. Wie sehen Sie die Lösung aus Ihrer Warte für diesen Konflikt? Nun, wissen Sie, ich bin selber deutsche Staatsbürgerin und habe früher schon sehr viel gehört und gelesen über Faschismus und so weiter, deutschen Faschismus. Deswegen bin ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, es betrifft mich persönlich sehr zu sehen, dass in der Ukraine jetzt eine neue Welle von Faschismus aufbegehrt. Und mit allen Mitteln, das ist meine persönliche Meinung, muss man diesen Faschismus bekämpfen. Ich kann mir nicht erklären, wie unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel das nicht sieht oder einfach nicht sehen will, dass es eine neue Welle von Faschismus ist. Das ist klar ersichtlich, dass es das wirklich menschenverachtender Faschismus ist, den man mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und ich sehe den einzigen Ausweg nur, die Kiewer Regierung zu stürzen, die faschistische Regierung und normale Wahlen aufzustellen und demokratische Wahlen natürlich und die Ordnung und das Recht im Lande wiederherzustellen. Sie haben gerade gesagt, Sie seien eine deutsche Bürgerin. Finden Sie es richtig, dass Sie in einem anderen Land Partei bezogen haben und kämpfen? Und was ist Ihr Antrieb für diesen Kampf? Natürlich finde ich das richtig, sonst wäre ich nicht hier. Natürlich. Ich habe sehr, sehr viele Freunde in Russland, in der Ukraine, lebe schon viele Jahre hier, 12 Jahre. Und ich kann einfach nicht ruhig zu Hause sitzen und sie zusehen, wie die ukrainischen Faschisten Frauen und Kinder ermorden. Und ein Freund von mir ist selber bei den Opolschinzen oder wie sie sie nennen, Aufständischen ums Leben gekommen. Deswegen betrifft es mich selber auch. Und ich sehe es als meine Pflicht an, den Faschismus mit allen Mitteln zu bekämpfen. Es gibt noch so, ja, wie soll ich sagen, meine beiden Großväter haben leider auf der Seite der Faschisten gekämpft während des Zweiten Weltkrieges. Deswegen sehe ich es auch als meine Pflicht an, ihre Schuld ein bisschen einfach ja, auszubaden, kann man sagen. Margarita, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich denke, wir bleiben im Kontakt. Also wenn Sie mögen, können wir ab und zu mal solche Gespräche führen. Man kann auch diese Gespräche dann ins Internet stellen, so als Audiodateien, und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, für die Öffentlichkeit in Deutschland eine Stimme aus Slawiansk zu hören, von der Seite, die deutsche Medien leider zu sehr selten wahrnehmen. Ja, natürlich, ich bin gerne bereit, weil ich möchte sagen, es ist sehr schade und wie soll ich sagen, die Seele tut weh, wenn ich auf meine deutschen Kollegen und so weiter sehe, weil in den deutschen Massenmedien wird zum großen Teil leider auch Lüge verbreitet. Es ist besser, glaube ich, im Internet Quellen zu suchen, die mehr oder weniger die Wahrheit sagen. Man muss einfach filtrieren, das ist sehr wichtig. Nicht alles schlucken, was die Massenmedien versuchen rüberzubringen. Das ist leider fast alles Lüge, kann man sagen. Deswegen bin ich gerne bereit, weitere Gespräche zu führen, meine Eindrücke von hier zu schildern und auch die neuesten Ereignisse zu teilen.